Hallo und willkommen zu San Andreas. Wir sind mitten in einer Mission, nämlich in Freefall. Die haben wir schon mal probiert oder versucht vor zwei Folgen oder einer Folge. Und das ist aber irgendwie, ja, es ging halt nicht so wie geplant, weil es geht hier darum, ein Flugzeug abzufangen, das hier auf Las Venturas zufliegt. Das Flugzeug ist leider ein Jet und wir haben hier so eine popelige Propellermaschine. Der Trick dürfte darin bestehen, dass man einfach im letzten Moment vor... Also wenn das Flugzeug sich zu bewegen beginnt, wenn es sozusagen auf unserem Radar erscheint, einfach eine schnelle Kurve zu fliegen und dann durch den Ring durchzufliegen, der dann über dem Flugzeug erscheint. Ob wir das diesmal schaffen, weiß ich nicht. Mein Plan ist, es offscreen zu probieren, wenn es nicht klappt. Und weil ich meine, ja, der Großteil der Missionen haben wir ja quasi schon gesehen. Den Anflug nämlich und das Ganze drumherum. Und ich bin gespannt, ob es diesmal klappt. Ich habe extra ein Espresso getrunken vor der Aufnahme, vor der Folge, um da jetzt möglicherweise einen gewissen Vorteil zu haben. Eine Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. So, machen wir hier so die Kurve. Da rüber, 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 rüber. Ah ja, und jetzt. Bring deine Maschine hinter das Flugzeug. So, dann machen wir mal die Kurve. Wo ist das andere Flugzeug? Ist jetzt die große Frage. Da muss man vielleicht ein bisschen schneller die Kurve machen. Oh Mann, das ist so schwierig, hier auch die Kurven richtig hinzubekommen. Alter, wo sind die? Wo fliegen die hin? Wo sind die? Diesmal haben wir sie nicht mal gesehen. Beim letzten Mal haben wir sie immerhin gesehen. Wo zum Geier sind die? Hä? Sind die so weit unten oder was? Sie sind unten auf jeden Fall. Die sind doch direkt vor uns, aber wo? Hallo? Da unten sind sie, so weit unten, alter Schwede. Aber das werden wir wieder nicht schaffen. Ich sehe es schon kommen. Das schaffen wir nicht. Ja, Mission fehlgeschlagen. Na super, die Maschine der Killer hat Las Venturas erreicht und dreht natürlich sofort ab. Dann haben wir die Mission doch eigentlich eher erfüllt, wenn die gar nicht landen. Mann, Mann, Mann. Die Frage ist jetzt, probieren wir es noch einmal und machen dann halt was anderes und die Mission offscreen oder soll ich es gleich offscreen machen? Ich würde ja fast vorschlagen, wir probieren es noch einmal. Ich fliege jetzt einfach mal direkt wieder zum Caligulas. Vom Prinzip her wäre es ja eigentlich jetzt geklappt, nur wir waren zu hoch. Also man darf auch nicht zu hoch sein, so wie es aussieht. So, wie landen wir jetzt hier am besten? Ja, einfach am Vorplatz, würde ich sagen. Das geht ja zum Glück relativ gut. Das Teil lässt sich ja landen wie ein Traum. So, das kannst du von mir aus auch in die Luft fliegen, ist mir egal. Und überhaupt landen, finde ich, ist überhaupt kein Problem in dem Spiel. Helikopter sind ja überhaupt zu steuern, die sind ja komplett idiotensicher. Mit dem kannst du ja alles, mit dem kannst du ja sogar unter ein Vordach reinfliegen, wie wir vor ein paar Folgen gesehen haben. Aber selbst Flugzeuge sind eigentlich relativ einfach zu fliegen. Und, also zu fliegen nicht gerade, muss ich sagen. Die Feinsteuerung lässt am PC natürlich zu wünschen übrig, weil man keine Analogsticks hat. Aber, geschweige denn ein Joystick, aber das Landen und so, das ist nicht schwer. Also da hilft einem das Spiel massiv, habe ich den Eindruck. So, Zwischensequenz kennen wir schon. Begib dich zum Flughafen. Jetzt haben wir ja auch kein Auto. Das Flugzeug da hinten ist, glaube ich, auch weg. Nehmen wir also diesmal das offenbar vorgesehene Motorrad. Und ich frage mich, ob wir, wenn wir uns jetzt hier beeilen, ob dann irgendwie, ob wir dann mehr Zeit haben, weil das Flugzeug, das gegnerische, also das Killerflugzeug, war ja schon so nah dran an der Küste, wie wir es dann quasi entdeckt haben. Wir hatten ja nur, ich weiß nicht, eine halbe Minute oder so hat man Zeit, um durch den Kreis zu fliegen. Vielleicht, wenn wir jetzt hier uns beeilen, dass wir dann mehr Zeit haben. Keine Ahnung. Beeilen wir uns halt mal. Ups. So. Und schnell rein hier. Hätten wir sogar noch näher ranfahren können. Und noch ein Versuch. Warum denn nicht? Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es für die Mission, ganz ehrlich, dass es für diese Mission irgendeinen Trick gibt, mit dem sie immer ganz leicht sofort schaffbar ist. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube fast, dass das eine der Missionen ist, die halt echt
extrem schwierig ist. Und das ist ja auch schon damals, 2004, bei GTA San Andreas bemängelt worden, dass der Schwierigkeitsgrad nicht irgendwie jetzt einigermaßen linear ansteigt im Spiel, sondern dass die Missionen zwischen sauschwer und unfair, also bis zu wirklich unfair, und pipi einfach schwanken. So, okay, ja, das war mal kurzzeitig auf der richtigen Höhe. Das heißt, jetzt versuchen wir mal die Höhe zu halten, dass wir da nicht zu hoch gelangen. Und vielleicht sehen wir es ja sogar im Anflug schon. Also jetzt gleich dann. Moment mal, ich mache noch was. Ich mache noch was. Nachdem die ja auf dem Flughafen zufliegen, diese drei Punkte aber irgendwann nicht mehr angezeigt werden, wenn wir zu weit weg sind, würde ich mal hier den Marker hinsetzen. So, dann wissen wir nämlich, in welche Richtung die fliegen, weil das ist irgendwie, das kann man auf der Minimap oft nicht so ausmachen, wohin fliegt das andere Flugzeug eigentlich gerade, weil man selber ja sich auch gerade dreht und mit dem Marker ist es dann eindeutig, dann weiß man, okay, einfach auf den Marker steuern, dann sind wir auf derselben Linie wie sie und dann den roten Kreis erwischen. Tja. Wir können natürlich auch mal versuchen, von vorne durch den roten Kreis zu fliegen, aber ich glaube fast, dass das nicht klappen wird, weil wir kriegen ja erst die Meldung, dass wir uns... Wir bekommen ja extra die Meldung, hinter das Flugzeug zu fliegen. Daraus schließe ich, dass das auch so gemeint ist. Dass wir von hinten durchfliegen, nämlich. Aber ich bin gespannt. Ich könnte jetzt den ganzen Rest der Folge, den Rest der Folge probieren, das zu schaffen. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig für euch, aber dann hätte ich es onscreen geschafft. Ich meine, offscreen geht immer, das ist gar kein Thema. Da muss ich halt einfach probieren. Ich muss auch nicht kommentieren dabei. Das macht die Sache sogar ein bisschen einfacher, habe ich gemerkt. Hup, da sind sie schon. So, bringen die Maschine hinter das Flugzeug. So. Und jetzt sind sie unter uns. Frage ist, wie sehr sind sie unter uns? Okay, wir sind noch vor ihnen. Müssen wir ein bisschen langsamer werden. Beeilt euch! Wo sind die? Da unten, okay. Oh Mann. Jetzt sind wir zu schnell, jetzt sind wir zu schnell. Das ist ja unfassbar. Kann man nicht irgendwie bremsen. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Da sind sie! Jetzt aber! Oh Mann, und die Steuerung ist natürlich am PC so ungenau, dass man es nicht schafft und gleich haben sie, sind sie wieder... Alter, ich sehe es schon kommen, gleich kommt Mission fehlgeschlagen. Es ist immer so knapp, Mann! Das gibt's doch nicht! Nein! Und dann drehen sie erst wieder ab. Okay, ich habe jetzt beschlossen, ganz für mich allein, wir machen jetzt einfach eine Folge lang Freefall. Wenn euch das zu blöd ist, dann schreibt in die Kommentare, hey Panda, mir ist das zu blöd, ich deabonniere dich. Aber wenn euch das nicht zu blöd ist, ja, oder ihr könnt auch einfach aufhören, die Folge zu gucken. In der nächsten Folge haben wir es so oder so geschafft, entweder weil wir es in dieser Folge schaffen oder weil ich es offscreen gemacht haben werde. Aber, also wieder das Hotel zur Fresse hier, zur rechten Hand. Aber, ganz im Ernst, das muss doch irgendwie machbar sein. Das kann es doch nicht sein, dass das so... Aussteigen und ja, schöne Landung am Vorplatz des Casinos. Das kann doch nicht sein, dass es immer so knapp ist und dann ist es doch nicht. Mann, wir haben zu früh gedreht. Das gibt's doch nicht. Wir waren zu schnell. Wir sind vor ihnen hergeflogen und ich wusste nicht, wie ich langsamer... Also ich habe natürlich auf S gedrückt, also auf quasi Rückwärtsgang beim Flugzeug. Das macht das Ding auch tatsächlich ein bisschen langsamer, aber nicht massiv langsamer. Und wir hätten sie erwischt, wenn wir ein bisschen später abgedreht hätten. Also das ist echt vom Timing her, ist das echt mies. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Wenn man aber zu spät abdreht, dann kriegen wir sie nicht mehr. Also das ist... Es ist eine verzwickte Lage, eine Verzwickmühle. Da musst du echt das Zeitfenster, und das dürfte vielleicht eine Sekunde oder zwei sein, wo du dann jetzt abdrehen musst, um die Mission zu schaffen. Das ist echt, oh Mann. Und dann immer dieser lange Anflug, dass man das nicht überspringen kann, ärgert mich jetzt auch ein bisschen, weil... es gibt ja Missionen, die Idee hatten sie ja, dass du Fahrten überspringen kannst, wenn du Missionen schon mal gemacht hast. Aber
Das geht hier nicht. Also ich drücke jetzt, habe es ein paar Mal schon probiert, jetzt gerade eben Z zu drücken, aber das geht nicht. Das nimmt dann nicht. Also das... Weil im Idealfall würde man bis kurz, würde man das jetzt alles überspringen können, weil das ist ja simpel, ich meine, das schafft ja jeder, hinzufliegen. Und wieder direkt vorm Flugzeug auftauchen, könnte es halt direkt wieder probieren, ohne das ganze unnötige, die unnötige Fliegerei davor. Das ist ja echt nicht Sinn der Sache, behaupte ich jetzt mal. Ja, die Steuerung am PC, muss ich sagen, macht einem die Sache leider halt nicht leichter. Das Problem ist auch, die Kamera und das Flugzeug zeigt nicht unbedingt in die gleiche Richtung. Und dann weißt du nicht unbedingt, wohin du eigentlich fliegst. Ich probiere jetzt mal was. Ich schalte jetzt mal auf Ego-Perspektive, weil da ist das tatsächlich die Blickrichtung. Und vielleicht bleibe ich auch in der Ego-Perspektive, mal sehen. Aber möglicherweise schalte ich dann auch um wieder. Und guck mal. Vielleicht. Okay, jetzt sind wir nur knapp drüber. Das ist wahrscheinlich besser sogar so. Jetzt sehe ich nämlich auf der Minimap nicht nur, wo ich hinschaue, sondern auch das, wo ich hinschaue. Dieser Pfeil in der Mitte, das weiße, ist gleichzeitig auch das, wo ich hinfliege. Das ist nämlich sonst möglicherweise nicht so gleich. Also das ist nicht dasselbe dann. Und vielleicht klappt es ja. Drückt mir die Daumen, bitte. Was anderes habe ich ja nicht. Da ist eure Daumen da. Da sind sie hier oben. Okay, wir wenden. Okay, jetzt sind wir gestrollt. Da sind sie. Jetzt müssen wir es doch schaffen. Oh Mann. Okay, wir steigen zu sehr. Bitte. Bitte. Da, nein. Dieser scheiß Kreis. Wo ist er jetzt? Sind sie hier? Alter. Die Steuerung am PC ist aber auch so scheiße. Nein. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist, weil die Steuerung so unruhig ist am PC. Ich kann einfach nicht sagen, ich tippe die Tasten ja eh nur so kurz an wie nur möglich. Und das Flugzeug fliegt gleich wie blöde. Weißt du was, wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe ja gesagt, die Folge wird ausschließlich Freefall sein. Da beiß ich mich jetzt rein. Brauche mal wieder einen Moment jetzt, um das Adrenalin loszuwerden. Ich schalte beim nächsten Mal um von Ego wieder auf normale Perspektive. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung. So. Womit man das gebacken kriegen. Und, aber die Mission ist echt, also ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben. Die hatten doch damals, ich meine, das war ja Rockstar, die hatten damals schon genügend Budget und alles. Die hatten doch Playtester. Da werden ihnen doch die Playtester gesagt haben, nee, Moment, die Mission ist nur durch Glück schaffbar oder halt viel zu schwierig irgendwie. Das ist... Also, es gibt ja zwei Arten von schwierig. Das muss ich jetzt mal sagen. Es gibt ja immer so die Leute, die sagen, hey, du bist so schlecht, wenn es so schwierig ist, da musst du besser werden. Ja, es gibt zwei Arten von Schwierigkeit. Es gibt die Schwierigkeit, die, ich sag's mal, inkrementell ist. Da zum Beispiel in einer Mission kommen 100 Gegner auf dich zu und die ballern halt aus allen Rohren und wenn du Pech hast, schaffst du es halt bis zur Hälfte der Mission, dann bist du tot. Und wenn du besser bist, schaffst du es zu zwei Drittel und dann bist du tot. Und wenn du ganz gut bist, schaffst du es bis 99% und dann erschießt dich der Letzte. Und wenn du dann richtig gut bist, dann schaffst du es. So, da merkst du einen Fortschritt und da merkst du auch, aha, ich mache Fehler. Laufen nämlich. Und dann gibt es aber die, so, ich sage jetzt mal, schlechte Schwierigkeit, der schlechte Schwierigkeitsgrad, wenn du an einer Stelle genau das Richtige machen musst und dafür irgendwie eine
30 Millisekunden Zeitspanne hast. Und wenn du es da falsch machst, ist alles verloren. Und das ist dann hauptsächlich Glück, das ist dann kein Skill mehr. Da geht es nicht um Skill, sondern geht es um Glück oder um 100 Mal probieren, aber 100 Mal dasselbe machen und immer nur an der einen Stelle scheitern. Und das ist schlechte Schwierigkeit, sage ich jetzt mal. Und in dieser Mission, und sorry, wenn ich darüber urteile, über das Spiel, sicher sind nicht alle meiner Meinung jetzt, aber diese Mission ist so ein Beispiel für Schwierigkeitsgrad, der nicht Spaß macht, der schlecht ist. Also ich freue mich immer, wenn ich in der Mission einfach merke, okay, ich war zu unvorsichtig oder ich muss einfach viel besser zielen lernen noch. Da denke ich mir dann, ja, das ist richtig, da kann ich noch was lernen, da kann ich was besser machen. Aber wenn es einfach nur um so Timing-Geschichten geht im Millisekundenbereich, die du in dem Sinn nicht wirklich lernen kannst, sondern einfach 100 Mal probieren, bis halt zufällig mal passt, das ist dann kein Schwierigkeitsgrad. Und wenn die Leute sagen, heutige Computerspiele sind zu leicht, dann habt ihr bei den AAA-Titeln mit Sicherheit auch recht, aber andererseits, es gibt schwierig und fair, das ist eigentlich das, was ich gerade gemeint hatte mit guter Schwierigkeit, und es gibt schwierig und unfair, und letzteres ist einfach schlechtes Spieledesign oder Missionsdesign, was auch immer. Man muss jetzt San Andreas zugute halten, dass es eigentlich nur in dieser Mission jetzt hier passiert ist, aber, also es gab schon zwei, drei Missionen, wo zum Beispiel die Flugschulen-Missionen, aber man muss schon sagen, es könnte in dieser Mission deutlich besser gehen. So, jetzt sind sie wieder über uns. Steigen wir noch ein bisschen. Da sind sie. So. Jetzt bringe ich meine Maschine hinter das Flugzeug. Wahrscheinlich bringe ich es ja in Wahrheit jetzt vor das Flugzeug. Leider wieder. Das heißt, ich muss ein bisschen langsamer werden. Jetzt schalte ich mal um auf diesen Modus hier. So, wo sind sie? Hallo, wo seid ihr? Verdammt nochmal. Da sind sie. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt. So, nur ganz leichte Ruderkorrekturen vornehmen. Das ist, glaube ich, wichtig. Alter, die Perspektive macht mich hier aber auch gerade irgendwie fertig. Das ist, da glaubst du, bist schon dran und dann ist es doch nicht so, weil die Perspektive dich verarscht. Oh Mann, wir haben gleich, ja, wir haben es schon wieder versagt. Okay, einmal noch, ein letztes Mal noch. Vielleicht sollte ich diesmal wieder in Ego-Perspektive probieren, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt bei diesem letzten Versuch nicht klappt, dann mache ich es offscreen. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin mir auch sicher, dass ihr nicht nochmal eine Folge sehen wollt. Voll mit Free-Fall-Fails. Free-Fails sozusagen. Wäre auch der optimale Folgentitel jetzt, muss ich sagen. Free-Fail. Ah, und ach, da war ein Baum. Hoppala, steigen wir lieber schnell aus. Ja, einmal tun wir uns das noch an. Ein letztes Mal. Und ich glaube echt, also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, diese Mission ist ein reines Glücksspiel. Ob man da rechtzeitig abdreht, ob man den Kreis findet, beziehungsweise eben dann trifft. Ihr werdet jetzt sagen, auf der PlayStation 2 ist ganz simpel. Das glaube ich euch auch, weil da hat man Analogsticks. Da kann man so ganz sanft steuern und verliert nicht ständig im Prinzip Strecke, weil man durch diese ständigen Steuerbewegungen und wieder gegenkorrigieren und wieder gegenkorrigieren, fliegt man ja quasi ein bisschen zickzack und ist langsamer, als man sonst wäre. Nur, das ist auch ein PC-Spiel. Das kam schon ein Jahr oder so nach der PS2 auf dem PC raus. Und wenn die das am PC dann eben nicht anpassen, das Steuerungsschema, dann ist das ein Fehler von Rockstar. Das müssten die halt dann machen, dass die Steuerung weniger sensibel machen, die Flugzeugsteuerung am PC. Das ist die... Alter, was ist das für ein Arsch hier? Fährt mir einfach hinten rein mit dem Auto. Das ist dann so, also... Sorry, Leute, aber da muss ich mich echt über Rockstar gerade ein bisschen aufregen, dass die das... Dass die da die PC-Spieler offenbar so im Stich lassen bei der Flugsteuerung. Und damals bei der Flugschule war es ja ähnlich und ich habe unzählige Threads gefunden. Ich habe dann gegoogelt, Flugschule, GTA, PC-Version.
Weil ich mir dachte, das muss doch schaffbar sein. Unzählige Threads gefunden, wo Leute gesagt haben, hey, schickt mir ein Safe-Game, ich krieg's selber nicht hin. Und ich hab's dann selber hingekriegt, aber ich habe 3 oder 4 Stunden gebraucht. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, muss ich zugeben. Ich saß da irgendwie eine halbe Nacht dran. Und am nächsten Morgen war ich unausgeschlafen. Das alles nur wegen GTA. Tja. So, letzter Versuch für diese Folge. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wird es am Beginn der nächsten Folge bereits vorbei sein. Dann werden wir es am Beginn der nächsten Folge geschafft haben. Andere Radiosender rein, das ist nicht auszuhalten. Diese seichte Popmusik. Ach, das ist eh SFUR. Okay, ist nicht auszuhalten. Andere Radiosender rein. Oder machen wir ihn mal ganz aus. Vielleicht ist das ja auch der Konzentration zuträglich. Ich probiere es jetzt noch einmal komplett in der Unego-Perspektive. Also so. Wir werden es wahrscheinlich wieder nicht schaffen, außer wir haben irgendwie ein Riesenglück und dementsprechend ja, wird es wahrscheinlich am Beginn der nächsten Folge einfach so sein, dass die Mission halt vorbei ist, weil ich sie offscreen gespielt haben werde. Tja. Kann man nichts machen. Ich probiere jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr so seitwärts hier zu fliegen. Der fliegt, der steigt auch so schnell, der Flieger. Und man sieht auch nirgendwo, der hat auch kein... Na gut, es gibt ein Höhenmesser ganz links, aber ob der jetzt auch so optimal ist... Der ist auch ein bisschen ungenau. So, jetzt sind sie auf derselben Höhe, jetzt sind sie wieder... drüber... Ah, jetzt sind sie unter uns. Sie sind unter uns. Schon seit Jahrzehnten. Jetzt probieren wir mal vorwärts durch diesen Kreis durchzufliegen. Vielleicht klappt es ja. Upp. Nee, geht nicht. Okay, jetzt haben wir es, glaube ich, verkackt, weil das können wir uns jetzt... die holen wir nie wieder ein. Nee, das ist nicht zu schaffen. So. Tja. Liebe Freunde, das war's dann wohl. In der nächsten Folge sehen wir uns dann. Ich mache jetzt noch bis zum Mission Failed weiter, weil sonst wäre es ja nicht vollständig. Ihr wollt ja sehen, wie der Panda fehlt. Und dann können wir, glaube ich, das können wir knicken, das wird nichts mehr. Da vorne sind schon die Berge. Ja, das war's. Das ist klar. Aber es wäre theoretisch jetzt schaffbar, wenn wir nicht diese lahme Gurke hier hätten. Und ich verstehe nicht, wieso nimmt der CJ ein Propellerflugzeug? Wieso nimmt der nicht einen Jet? Es stehen doch welche rum. Ja, Mission fehlgeschlagen. So. Ich schlage jetzt auch fehl. So mache ich das. Bam. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und zwar mit geschaffter Mission. So, der Unterkörper hat jetzt eine Sekunde gebraucht, bis er nachgespawnt ist. Bis zur nächsten Folge. Oh Mann, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.